Vor der Abstimmung der UN-Vollversammlung über eine US-kritische Jerusalem-Resolution hat Präsident Donald Trump anderen Mitgliedstaaten mit der Einstellung von Hilfszahlungen gedroht. Man beobachte die Abstimmung genau, erklärte Trump im Weißen Haus. Sie nehmen hunderte Millionen Dollar und sogar Milliarden von Dollar und dann stimmen sie gegen uns. Nun, wir beobachten diese Abstimmung. Sollen sie gegen uns stimmen, dann sparen wir eine Menge. Es ist uns egal. Die UNO-Botschafterin der USA hatte zuvor in einem Schreiben an die meisten der 193 UNO-Mitgliedstaaten gewarnt, dass Präsident Trump die Abstimmung persönlich nehme und sich die Namen derer notieren werde, die gegen die USA votierten. In der Vollversammlung hat jedes Mitglied der Vereinten Nationen eine Stimme. Es gibt kein Vetorecht. Daher gilt eine Annahme der Resolution im Fall einer Abstimmung als wahrscheinlich. Sie wäre allerdings nicht völkerrechtlich bindend. Anfang des Monats hatte Trump im Alleingang Israels Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt offiziell anerkannt.